In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben. So, wir haben, obwohl wir haben nicht mehr morgens, wir haben schon 12 Uhr. Audel ist mit Lina in die Arkaden gefahren, die kaufen für Lina Schuhe. Lina braucht nämlich Sommerschuhe. Sie hat zwar welche von Barmer, aber ja, die, sie braucht jetzt doch noch Größe 23, weil 24 noch ein bisschen zu groß ist. So, ich wollte mir gerade einen Shake machen und zwar habe ich von Hams One so einen Mixer zugeschickt bekommen. Den könnt ihr euch über Amazon bestellen. Ja, da gibt es einmal so einen kleinen Aufsatz und einen großen Aufsatz, was ich auch total cool finde, dass man direkt so zwei Deckel dabei hat. Also man kann direkt auch trinken daraus. Man muss halt nur aufpassen, dass man das so rausnimmt. Ich werde jetzt auch direkt was zubereiten. Wir müssen noch Himbeeren haben unten. Ich wollte mir was mit Himbeeren machen. Wir haben jetzt natürlich keinen Saft da, aber das ist nicht schlimm. Ich mache das mit Milch oder so. Ja, ich zeige euch das auf jeden Fall jetzt und dann machen wir das zusammen. Mal schauen, wie stark die Maschine ist. So ihr Lieben, der Shake ist jetzt fertig und ich werde jetzt auch den Deckel drauf aufgeben. Mal schauen, wie der schmeckt. Der ist ein bisschen dickflüssig, aber ich mag es auch dickflüssig. Ich mag das nicht, wenn es zu wässrig ist. Mmh, ein bisschen sauer, aber lecker. Auf jeden Fall sehr, sehr erfrischend an so warmen Sommertagen. Ich finde das total cool. Man kann das direkt mixen und danach direkt mit nach draußen nehmen. Wir haben auch gestern mit Lina, was war das? Auch was zusammen gemixt. Das war irgendwas mit Bananen und Erdbeeren. Und da hat Lina das Kleine bekommen von draußen und ich das Große. Also wir sind echt zufrieden mit dem Gerät. Vorher hatten wir was Großes. Das haben wir damals von Mediamarkt gekauft. Aber das hier ist perfekt. Das ist total handlich und kannst in die Ecke stellen und gut ist. Aber das andere hat voll viel Platz weggenommen. Ja. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Ihr bekommt das auch total günstig. Das ist auch momentan im Angebot. Also ihr könnt euch das mal anschauen auf Amazon. Also ich bin wirklich total zufrieden damit. Das nimmt wenig Platz und da sind zwei Behälter dabei. Perfekt, das war auch direkt, ich habe das am Freitag, nee, am Samstag bestellt. Und am Montag war das, glaube ich, da, ja. Genau. Ja, jetzt tue ich die Himbeeren natürlich wieder unten rein für das nächste Mal. Und warte hier auf meine Dingens hier. Eigentlich wollte ich heute was unternehmen, deswegen habe ich mich fertig gemacht. Aber der muss heute arbeiten, das wusste ich gar nicht. Naja, jetzt sollen die erstmal kommen. Und dann gehe ich halt mit Lina ein bisschen wieder mal hinten auf den Spielplatz. Mal schauen. Ansonsten muss ich heute kochen. Heute gibt es bei uns auf jeden Fall Kanäle. Aber das zeige ich euch alles gleich. Sonst gibt es eigentlich nichts. Ja, es gibt sonst nichts. Ich muss noch für den Urlaub einkaufen, Leute. Ey, Garten und Mist. Naja, jetzt warte ich mal auf die beiden und staubsauge so lange und trinke meinen Shake. Ich hätte aber eine Banane dazu tun können. Das ist jetzt schon zu Ende gemacht, aber ich habe nicht viel reingetan. Nur rote Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, 250 Gramm Hackfleisch, Salz, Pfeffer und Tomatenmark habe ich gesagt, ne? Und roten Paprikapulver und ein Teeglas warmes Wasser. Die Auberginen brate ich gerade im Öl an, weil, also ich mache das im Silex, weil in der Pfanne ist das dann doch zu fettig. So, ich habe das jetzt von beiden Seiten angebraten. So sieht das jetzt aus. Jetzt muss man sozusagen die Mitte aufmachen. Aber dafür muss ich die Kamera ausmachen, weil das spritzt total.
Und dann kommt einfach nur die Hackfleischfüllung drauf. So, ich habe jetzt befüllt und Tomaten draufgelegt. Ja, und jetzt mache ich die Suppe. So, ich habe hier jetzt ein Teeglas Reis, ganz normalen Reis, mit 3 Gläsern Wasser drin. Das muss jetzt erstmal kochen und in der Zeit werde ich jetzt Joghurt mit Mehl und einem Ei verrühren. So, hier habe ich jetzt 1,5 Gläser Joghurt, ein Eigelb und einen gehäuften Esslöffel Mehl, aber ich kann das leider so nicht umrühren. Also das muss man umrühren und danach geht es auch weiter. Moment. So sieht das dann ungefähr aus. Also so cremig. Und dann geht es auch weiter. Den Reis müsst ihr ab und zu übrigens umrühren. Sonst klebt das natürlich hier am Boden. Ne? Dafür nehmt ihr am besten so einen Holzlöffel. Ich versuche mal die genauen Mengenangaben unten reinzuschreiben. Genau, die müssen aber noch ein bisschen. So ihr Lieben, ich habe das voll vergessen. Gleich kommt nämlich die Joghurtsoße in den Topf rein. Deswegen habe ich jetzt natürlich einen größeren Topf genommen. Ich habe das voll verpeilt. Ja, der Reis muss aber noch ein bisschen. Der ist noch nicht durch. Ihr könnt ja mal schauen, ob der schon bissfest ist. Aber bei mir ist er noch nicht bissfest. Deswegen warte ich jetzt noch ein bisschen. So ihr Lieben, es ist schon total spät geworden. Ich habe aber gar nicht mehr gefilmt. Wir waren nämlich draußen. Dina hat Schuhe bekommen. Ich zeige euch die mal. Aber wir waren mit Dina alleine draußen. Dina, möchtest du mal deine neuen Schuhe zeigen, Schatz? Komm, wir zeigen mal deine neuen Schuhe. Du bist total warm. Dina läuft in ihrem Body rum. Genau, das sind die neuen. Ja, du willst die Blumen zeigen. Das machen wir gleich, ja? Diese Schuhe bekommen von Papa. Genau. Die sind von Elefant. Und die waren von 40 auf 20 Stunden gesetzt. Und dann mal die Blumen zeigen. Und Audrey hat mir Blumen mitgebracht. Seit langem wieder das erste Mal. Ich glaube, das letzte Mal an meinem Geburtstag. Und das hat mich umso mehr gefreut. Die haben das total schön eingepackt, finde ich. Also zusammen geschnürt. Ne, Lina? Also, der hat mir die nicht selber gegeben. Der hat das Lina gegeben und Lina hat mir das dann gegeben. Naja. So, Linosch. So, sollen wir morgen auf den. Lina, sollen wir morgen spielen gehen? Ja, sollen wir morgen spielen gehen?
Ja, du, 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 ja, du, du, ja, 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 Nina hat heute Durchfall. Ich glaube, das kommt vom warmen Wetter. Ich weiß auch nicht warum. Oh, ich habe sie einmal abgeduscht. Ja, du nervst mich auch immer, wenn ich vloggen will, ne? Jetzt bin ich dran, ne? Wenn es hier wärmst du. Ja, ja. Ja. Übrigens, Lina schläft nur noch so, also sie muss mich so umarmen. Das ist so schön. Also sie sagt dann, nein, so. Und danach kommt sie und umarmt mich. Zeig mal deine Hand. Tut das noch weh? Nein, ne? Nein. Bist du jetzt fertig? So, willst du deine Schuhe wieder wegtun? Hat er gehört, Jelena Koyanarisch? Ja, hat er gehört, Jelena Koyanarisch? Nein, Jelena Koyanarisch. Jelena Koyanarisch. Übrigens habe ich ja die Decken gewaschen. Ich wollte morgen und übermorgen die Gardinen waschen. Das Problem ist, dann arbeitet durch. Und das ist total schwer. Mit, ich soll ja nicht zu hoch. Ich komme jetzt gar nicht mehr zu dem, was ich sagen wollte. Ne? Ich darf ja nicht mehr so hoch greifen. So, jetzt war es das. Naja. Ich wollte mir ehrlich gesagt noch einen Shake machen. Ich habe irgendwie voll Hunger bekommen. Bananen haben wir jetzt nicht mehr da. Wir haben aber Blaubeeren da und so. Ich glaube, ich mache das jetzt. Aber das andere muss ich noch waschen. Da habe ich jetzt Wasser reingefüllt direkt nach dem Trinken. Deswegen nehme ich jetzt das. Und es ist so warm, Leute. Deswegen tue ich da jetzt auch noch Esslöffel rein. Ja, willst du was trinken? Lina liebt es übrigens, aus diesen Flaschen so zu trinken. Also einfach Wasser rein tun und trinken. Also wie gesagt, ich verlinke euch den Mixer unten in der Infobox. Und dann könnt ihr euch den anschauen. Also ich bin zufrieden und wie gesagt, ist platzsparend. Und das ist das Wichtigste für mich, weil ihr wisst. Also das andere werde ich jetzt auf jeden Fall verkaufen. Das war ja so ein Riesenteil, ne, was wir bei Mediamarkt gekauft hatten. Lecker? Ja? Übrigens ist meine Schminke ab, ne, weil ich geweint habe. Warum habe ich geweint? Ich glaube, ich habe eine Pollenallergie in meiner Schwangerschaft. Also meine Augen tränen voll, jucken voll. Und Lina ist so süß. Sie denkt dann, ich weine und macht dann so. Nein, aua. Ne, Lina? Und seitdem ich das hier habe, tue ich da immer Wasser rein, wenn wir in den Park gehen und trinke daraus. Und das geht ratzfatz leer. Ist tausendmal besser, als aus der Flasche zu trinken, weil das mache ich nämlich definitiv nicht mehr. Nochmal, seht ihr? Aber danach geht's schlafen, ne? Wir haben, glaube ich, schon 10 Uhr. Hier, ihr Lieben, ich weiß jetzt nicht, wie lang dieser Vlog geht. Deswegen, falls der zu kurz ist, werde ich den morgigen Vlog mit reinschneiden. Und wenn nicht, dann beende ich das hier. Aber ihr seht es ja, ne? Unten steht ja, wie lange der Vlog noch geht. Ja, ich würde sagen, entweder es geht jetzt weiter oder bis zum nächsten Mal. Trink erstmal dein Wasser zu Ende.